Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute wieder zu dem Thema Bild- und Videobearbeitung mit KI. Wir schauen uns die neuesten Modelle an, unter anderem das neue Google-Modell Nano Banana, aber auch das Videomodell Veo 3 und schauen auch, was Open-Source-Modelle leisten können, ob sie mithalten können mit den großen KI-Laboren. Darum soll es heute gehen. Ja, Google hat vor kurzem ein neues Text-to-Image bzw. Image-to-Image-Modell veröffentlicht. Das ist aufgetaucht zunächst einmal auf der Benchmarking-Plattform LM Arena unter dem schönen Namen Nano Banana. Also es ist häufig so, dass die verschiedenen Labore, OpenAI, Google, Anthropic, aber auch andere Anbieter ihre Modelle zunächst einmal auf diesen Plattformen zum Testen anbieten, um erstes User-Feedback zu bekommen und zu schauen, okay, wie ist so die Stimmung, nutzen die Leute diese Modelle lieber als andere Modelle? Und da muss man auch sagen, das Modell ist mittlerweile tatsächlich auf Platz 1 der Benchmarks gerutscht. Bei der Veröffentlichung haben sie dann den relativ sperrigen Namen Gemini 2.5 Pro mit einer Versionsnummer drangehängt, haben in der Zwischenzeit aber schon festgestellt, dass der Name Nano Banana vielleicht gar nicht so schlecht war und nutzen diesen Namen jetzt tatsächlich auch offiziell in den eigenen Plattformen. Dann werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die verschiedenen Leaderboards, hier LM Arena, und da sehen wir Text-to-Image. Da ist hier noch dieser schöne sperrige Name zu sehen. Hier haben wir einmal das Thema Text-to-Image und das Thema Image-Edit. Und auf beiden ist Gemini 2.5 Flash Image Preview, wie auch immer es dann offiziell heißt. Nano Banana ist auf jeden Fall der einfachere Name, auf Platz 1 der Charts sozusagen. Aber was macht dieses Modell jetzt besonders aus? Warum ist das jetzt besser als andere Modelle? Und der wesentliche Unterschied ist tatsächlich, dass man ein bestehendes Bild nehmen kann, per Textanweisung eingeben kann, wie das Bild verändert werden soll. Und das Bild lässt sich dadurch tatsächlich dann in bestimmten Details zum Beispiel verändern, ohne dass der Rest des Bildes verändert werden kann. Und das Ganze würde ich auch einmal direkt hier demonstrieren. So, ich bin jetzt hier im Google AI Studio und ich lade da jetzt mal ein Bild von mir hoch und frage, ob man mich in einen verrückten Zauberer verwandeln kann. Und das Ganze ist manchmal ein Glücksspiel, abhängig davon, was für Fotos man hochlädt, verweigert das Modell teilweise seinen Dienst. Es gibt natürlich bestimmte Auflagen und Schranken, die Google dem Ganzen gesetzt hat. Und wir schauen einmal da drauf. Das Bild ist jetzt, ja, ist vielleicht kein besonders schlechtes Bild. Allerdings ist die Ähnlichkeit zu mir noch nicht so ganz da. Deshalb versuchen wir es mal mit etwas anderem. Wir packen also ein Bild von mir rein und sagen, er soll mir einen Zylinder aufsetzen und eine Pfeife in meinen Mund reinretuschieren. Und wir schauen jetzt, wie das Ergebnis ist. Beim ersten Bild hat er einfach das Bild viel zu stark verändert. Das ist also kein gutes Beispiel gewesen, weil das konnten die anderen Modelle ja im Prinzip auch. Jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt haben wir hier ein Bild. Ja, tatsächlich, ich habe einen Hut und eine Pfeife im Mund. Und da muss man schon sagen, das ist schon etwas, wenn man das früher mit Photoshop von Hand hätte machen müssen, das hätte schon etwas gedauert. Vor allem, wenn man sich anschaut, die Beleuchtung wird aufgegriffen und es sieht tatsächlich, würde ich jetzt sagen, fotorealistisch aus. Also mittlerweile wissen wir ja, dass man keinem Bild und fast keinem Video mehr Glauben schenken darf online. Daher sind wir das natürlich jetzt schon gewöhnt. Aber das zeigt einfach diese neue Qualität dieses Modells. Denn er hat den Rest des Bildes kein bisschen verändert. Es sind weiterhin alle Details von dem ursprünglichen Bild enthalten, plus dann diese zusätzlichen Hinweise. Wir können das Gleiche einfach mal als Vergleich auch bei ChatGPT reinpacken. Ich nehme mal den gleichen Prompt und dann schauen wir mal, ob das System das überhaupt machen will und wenn ja, wie das Ergebnis ist. Bei dem aktuellsten Modell von OpenAI, das Image One Modell, ist es so, da werden die Bilder immer ein Stückchen verändert. Auch wenn man nur einen bestimmten Bereich verändert haben will, ist es so, dass am Ende das Bild in Teilen verändert wird, anders als bei Nano Banana. Das heißt, es ist nur bedingt dafür geeignet, wirklich jetzt, sag ich mal, Fotoretuschen oder Fotomontagen dadurch zu erstellen. So, und hier haben wir einmal das Bild von OpenAI aus ChatGPT als Vergleich und können da schon sehen, es ist auch sicherlich auf den ersten Blick nicht schlecht geworden. Allerdings sind doch einige Details verändert. Genau.
können das mal wirklich gegenüberstellen. Ne? Man sieht, ne, er hat versucht, sich tatsächlich dran zu halten. Es sieht allerdings hier eher so aus, als wäre das hier so draufgelegt, dieser Hut. Also hier kann man das tatsächlich schon sehr schön erkennen. Auch am Gesicht, gerade im Augenbereich, sieht man, da sind die ganzen Pixel entsprechend irgendwie angefasst worden. Also kein Pixel bleibt unberührt sozusagen. Und das ist tatsächlich bei diesem Bild von Google, wenn man das Nano Banana Modell benutzt, ist es anders. Wobei man auch hier sagen muss, selbst das ist ja von der Qualität her schon gerade, sag ich mal, auf den flüchtigen Blick nicht schlecht geworden. Allerdings hat das Modell tatsächlich, ja, im Prinzip schon die Qualität, die man erwartet, wenn jetzt ein Profi mit Photoshop am Werk wäre. Was das natürlich jetzt für die Leute bedeutet, die so etwas in der Vergangenheit beruflich gemacht haben, da kann man natürlich drüber streiten. Ich glaube, letztendlich ist es einfach ein sehr wertvolles Werkzeug, das wir einsetzen können, um solche Dinge deutlich schneller zu machen, unsere Vorstellung vielleicht deutlich schneller umzusetzen. Und das ist sozusagen jetzt der Stand der Technik, den die großen proprietären Modelle uns anbieten. Wir machen das gleich jetzt einmal mit dem Quen Image Edit Modell. Das ist ein Open Source Modell, was man auf eigener Hardware betreiben kann. Das Ganze läuft jetzt hier auf einem Rechner mit einer Nvidia 4090 Grafikkarte, 24 GB VRAM. Und das dauert dann natürlich seine Zeit, bis das Bild einmal durchgelaufen ist. Hat aber den Vorteil, dass man es, wie gesagt, auf eigener Hardware betreiben kann und dass da auch keiner mehr einem dann Schranken einsetzen kann. So, und wir schauen uns einmal Quen Image Edit an und wir können schon auf den ersten Blick sehen, das Ganze hat auch nicht so hundertprozentig geklappt, hat auch das ganze Bild in Teilen verändert. Allerdings habe ich jetzt auch keine Brille mehr an. Das Gesicht sieht auch anders aus, aber das zeigt einfach nur, was mit lokalen Modellen in Teilen schon möglich ist. Es kommt nicht an die Qualität von dem Google-Modell und vielleicht auch nicht an die Qualität von dem OpenAI-Modell heran. Kann aber, gerade wenn man das in einem Workflow einsetzt, wo man nur bestimmte Bildbereiche beispielsweise verändert, kann das Ganze dann dennoch sehr mächtig sein. Google hat vor einigen Monaten auch noch ein Videomodell, eine neue Version eines Videomodells vorgestellt mit dem Namen Veo 3. Und das Besondere an diesem Modell ist, dass neben dem Video auch direkt eine Tonspur zu dem Video erzeugt wird. Und das dem Ganzen eine nochmal ganz andere Qualität gibt. Und dieses Modell werden wir einmal ausprobieren, indem wir in der Gemini-App ein Text-to-Video-Prompt eingeben und schauen dann, was dabei rauskommt. Google hat verschiedene Produkte im Angebot, die man nutzen kann, um Videos zu erstellen, in einer separaten App namens Flow, wo man dann auch verschiedene Sequenzen aneinander reihen kann. Das Ganze ist zumindest in der Gemini Free App mit einem Pro-Account verfügbar und da kann man dann am Tag einige Videos generieren. Als es veröffentlicht wurde, tatsächlich auch ausprobiert, mal ein paar aus meiner Sicht schwierigere Prompts einzugeben, nämlich ein Video, in dem eine Frau auf Coach was sagen sollte. Und das können wir uns jetzt einmal anhören. Jupp, ich habe dir doch gesagt, du sollst dir Inside AI ansehen. Ja, der Jupp hätte mal besser Inside AI geguckt, dann hätte er seinen Job wahrscheinlich noch. Also man sieht, es hat funktioniert. Es könnte wie es könnte. Ich hatte es letztens noch mal ausprobiert, da hat es allerdings nicht funktioniert. Da hat er mir gesagt, er will er kann keinen deutschen Text, noch keinen deutschen Text nutzen. Wir können es gleich noch mal ausprobieren. Hocus Pocus, Alakazam, Magic is real in this urban jam. Hocus Pocus. Ja, und wir sehen, also der Prompt war ein verrückter Zauberer, der durch New York spaziert und zu einem komischen Lied die im Gebäude bestaunt. Und wenn man sich das jetzt einmal anschaut, ist es schon wahnsinnig, dass so etwas möglich ist. Real in this urban jam. Wir hören also Gesang, lippensynchron. Die meisten Teile des Prompts sind reingearbeitet worden, vielleicht nicht jedes einzelne Detail. Er bewegt sich jetzt nicht, er läuft jetzt nicht durch New York, sondern steht da. Aber es ist dennoch aus meiner Sicht extrem beeindruckend. Und wir können ja das Ganze einmal auch versuchen mit einem deutschen Prompt. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch eine gute Qualität hat. So, unser Video ist fertig. Heinz, der schöne Klempner, mal schauen. Also bis die KI mich ersetzt, das wird noch dauern. Ja, also, das ist nicht schlecht geworden.
Es stottert ein bisschen am Anfang, ist natürlich nervös, jetzt der Heinz im Video. Wie wir sehen können, das Modell spricht auch einwandfrei Deutsch und kann auch solche Videos auf Knopfdruck innerhalb von gerade mal 1-2 Minuten erzeugen. Das eröffnet natürlich jetzt vollständig neue Möglichkeiten. Wir können jetzt beispielsweise natürlich ganze Produktwerbung uns für ein imaginäres Produkt ausdenken und das Ganze schnell erzeugen und dann auch ausprobieren, wie das so beim Publikum ankommt. Natürlich werden wir jetzt immer mehr auf Social Media auch KI-generierte Videos sehen und da wird einfach die Frage sein, ob uns das stören wird, wenn etwas KI-generiert ist, ob wir es überhaupt noch bemerken, dass etwas KI-generiert ist. Ich glaube, am Ende ist es gar nicht so entscheidend, ob oder ob nicht KI eingesetzt wurde, sondern ob das, was erzeugt wird, uns gefällt, ob es gut ist. Denn letztendlich entscheidet unser Geschmack darüber, ob es uns gefällt oder nicht. Und die eingesetzten Werkzeuge treten wahrscheinlich in den Hintergrund. Natürlich hat das Ganze auch für die Filmindustrie jetzt große Auswirkungen potenziell. Wenn wir uns überlegen, wie aufwendig es klassischerweise ist, computergenerierte Effekte in Filmen beispielsweise zu erzeugen, dann kann so eine Technologie natürlich jetzt eingesetzt werden, um das Ganze natürlich mit deutlich weniger Aufwand deutlich schneller zu erzeugen. Und letztendlich, glaube ich, werden diese Tools immer dann interessanter, wenn wir sie wirklich in unsere Workflows einbauen können, wenn sie nicht als, sag ich mal, einzelne Silos jetzt zu nutzen sind, sondern in den entsprechenden Werkzeugen, die wir ohnehin in den verschiedenen Branchen nutzen, wenn man jetzt im Videoschnitt unterwegs ist und dann diese Tools direkt auch im Video-Editor verfügbar hat. Dadurch wird das Ganze dann natürlich nochmal zugänglicher, aber letztendlich bleibt es für mich beeindruckend, was möglich ist, wenn man riesige Datenmengen, wie Google sie hat, mit YouTube natürlich benutzt und das Ganze einem riesigen Modell zum Fraß vorwirft, um dieses Modell zu trainieren, dann erhält man offensichtlich die Möglichkeit, einfach auf Knopfdruck per Text solche Videos zu erstellen. Technisch ist es auch möglich, das Ganze mit einem Bild zu starten. Das ist jetzt hier in Gemini tatsächlich begrenzt, liegt wahrscheinlich daran, dass bestimmte Funktionen auch in Europa und Deutschland nicht freigeschaltet sind. Das Ganze ist also weniger eine technische Hürde als einfach eine entsprechende Auflage, die hier offensichtlich dafür sorgt, dass diese Funktionen noch nicht in Deutschland verfügbar sind. Ja, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr die neuesten Modelle schon benutzt? Habt ihr die vielleicht schon in euren Workflow eingebettet und produziert jetzt Videos am laufenden Band? Oder habt ihr mittlerweile schon die Nase voll von KI-generierten Inhalten und würdet euch freuen, wenn wir wieder mehr menschlichen Inhalt haben? Unsere Videos sind, auch wenn ihr es vielleicht nicht glauben mögt, immer noch live und in Farbe, 100% echt. Das werden wir auch so schnell nicht ändern, weil es uns einfach auch zu viel Spaß macht, diese Videos zu erzeugen. Wenn ihr Lust habt, dann hört auch gerne in unseren Podcast Out of Time rein. Roman Dumitrescu und ich reden da immer über Zukunftsvisionen, wie Technologie unsere Zukunft verändern könnte. Und ich glaube, das könnte euch auch gefallen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt Inside AI. Macht's gut!